Hallo AFOBS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich bin Ross. Ross, im deutschen Kanal warst du schon mal? Wir haben schon ein Video gedreht. Ja, ich bin im deutschen Kanal ein oder zweimal bis jetzt zu sehen. Jawohl, unser neuer Marketingmann, einer unserer neuen Marketingleute, für internationale Videos zuständig. Ja, und da bin ich vor allem zu sehen, bei den internationalen Videos mit Jo, aber auch manchmal alleine und diverse andere Formate. Genau, aber jetzt bin ich auch mal hier. Und du hast ganz viele Shorts zu Lower Manhattan gedreht. Ganz viele, 17, um genau zu sein, weil es ja 17 Module gibt. Und ja, da wollte ich jedes einzelne in seiner wunderbaren Pracht zeigen. Ich würde jetzt gerne sagen, das habe ich auch schon gemacht. Ich hätte zu jedem Modul schon ein ausführliches Video gedreht, in dem ich auf einzelne Gebäude eingehe. Aber mir ist ein Modul durch die Lappen gegangen. Zu einem dieser 17 Manhattan-Module habe ich damals kein Video gedreht. Und ich bin ehrlich, ich weiß gerade gar nicht, welches es ist. Wisst ihr es? Schreibt es in die Kommentare und schreibt, ob ihr euch dazu noch ein ausführliches Video wünscht. Dann müsste ich mir noch was über Lower Manhattan anlesen. Es ist lang her, dass ich das zuletzt gemacht habe. Ich erinnere mich noch an so ein paar Details, die ich besonders cool fand. Aber nur an ein paar. Ja. Und warum drehen wir das Video jetzt? Weil dieses wunderbare Set, allesamt bereit ist zum Kauf, wenn dieses Video online ist. Ja. Das gesamte Lower Manhattan Set ist das größte Noppenbaustein-Set, was wir auf jeden Fall haben. Manche sagen sogar in der Welt. Aber auf jeden Fall, es ist riesig. 21.515 Teile, um genau zu sein. Und ja, kostet 777 Euro. Aber ihr habt hunderte Stunden Bauspaß. Absolut, absolut. Also wirklich. Ich meine, von den Architektursets, die man kennt, die baut man ja auch in diesen einzelnen kleinen Noppen da auf. Und das ist halt aus vielfacher nochmal vergrößert. Und wenn ihr diesen riesigen Karton bestellt und bekommt, dann sind in dem riesigen Karton viele kleine Kartons, nämlich die einzelnen Module, als würdet ihr sie einzeln erwerben. Ihr müsst also nicht Angst haben, dass ihr 21.515 Teile auf eurem Bautisch ausbreiten müsst. Wenn ihr wahnsinnig seid, könnt ihr das natürlich trotzdem tun, indem ihr einfach alle Tüten aufreißt und ein gigantisches Puzzle. Und jetzt ist der Ventilator aus. Mist, hier ist es so heiß drin. Ist es bei euch auch so heiß? Mensch, ist das heiß. Absolut. Aber überlegt ihr, wenn sie das alle machen und alle Tüten, dann ist der Bauspaß um mehrere Stunden auf jeden Fall verlängert. Um viele Stunden verlängert. Wahnsinn. Alleine das Vorsortieren von Teilen, falls ihr Vorsortierer seid, würde Tage dauern. Du bist Vorsortierer? Ich bin Vorsortierer. Ich habe dann immer so, da vorne links sind die ganzen großen Plates, die großen Bricks. Dann so die Plates, die werden dann kleiner, so von 1x12 bis 1x4, 1x3 maximal, die Zweier und so. Und die 1x2 Plates sind dann eher da und die 1x1 Geschichten sind da. Und hier sind so die Slopes. Ich habe so ein, das ist der kleine Monk in mir, das ist so ein OCD von mir. Ich möchte grob wissen, wo was ist. Das Vorsortieren dauert dann ein bisschen, wenn die Bauabschnitte größer sind, halt entsprechend länger. Aber das Bauen selbst, wenn ich sehe, ich brauche jetzt das und das, weiß ich im Endeffekt schon, wo ich hingreifen muss. Ja, das auch. Und andere wühlen gerne in einem großen Haufen. Das ist dann ihr Ding, das mögen sie. Ich mag es eher nicht. Geschmackssache. Also ich habe bis jetzt zwei Varianten ausprobiert und muss mich noch ausprobieren, welche ich am besten finde. Aber beide waren machbar. Ja. Aber machbar ist es auf jeden Fall. Und da Lower Manhattan wieder da ist, hast du unser altes Set mal restauriert? Ja, kann man auf jeden Fall so bezeichnen. Ich dachte, ich nehme jedes einzelne Set und gehe da mit einem feuchten Tuch drauf und putze es alles sorgfältig ab. Und das habe ich bei einem Modul getan und dachte mir so, nee, das ist da meine gesamte Arbeitszeit hier. Und habe dann einfach ein Wasserbad genommen. Ja, also diese Module existieren hier bei uns teilweise seit 2018, also City Hall beispielsweise. Ich bin mir sicher, dass 99,4% der Teile an ihrem Platz sind. Ich sehe hier so eine Stelle, da fehlen definitiv zwei kleine 1x1 Bricks. Also irgendwelche großen Hochhäuser müssten alle da sein. Ich sehe hier keine leeren Bauplätze. Ja. Passt. Und es ist entstaubt, weil egal wie man es einpackt, früher oder später staubt es ein und du hast es. Das heißt, es gab eine Sturmflut in Lower Manhattan. Auf jeden Fall. Es sah auch richtig schön aus, wie es durch die Straßen floss, das Wasser und alles. Also war schon echt cool zu sehen, auch wie schön sauber es wurde. Besonders bei diesen roten Sachen. Ja, The Day After Tomorrow irgendwie. Genau, wo also diese Flut kommt. Day After Tomorrow kommt von da und dann
Müssen sich alle. Ist hier das Gebäude, wo sie, dass sie geflohen sind, diese Bibliothek? Oh, weißt du das? Ich weiß das weiter? Ich weiß nicht. Wenn überhaupt, sieht sie so ein bisschen so aus, aber ich glaube, das ist nicht aber in der Nähe kleiner, vom World Trade Center. Also ich glaube nicht. Es ist ja auch wirklich nur die Südspitze. Also bereits das Ghostbusters Feuerwehrstation ist so ungefähr hier. Ja. Und Central Park und Broadway und so, das ist alles weit, weit, weit weg. Das Empire State Building auch ganz, ganz weit entfernt. Hier haben wir von den großen, großen bekannten Türmen auf jeden Fall das One World Trade Center. Und ja, da hört es mit den sehr, sehr bekannten Gebäuden auf, die sehr groß sind. Wir haben hier vorne natürlich Trinity Church. Ja. Da wurde die Columbia University gegründet vor zig, hundert Jahren. Und da ist seit 9/11 die Orgel kaputt, weil so viel Staub reingeraten ist. Und in der Trinity Church wurden Verletzte von 9/11 behandelt, das weiß ich noch. Ja, und hier ist gegenüber der Wall Street und hier haben wir das gesamte Finanzviertel von allem. Ja. Also das heißt auch Finance District, glaube ich, bei uns das Set. Ja. Hier vorne haben wir Hanover Square mit, was ich immer interessant fand, was sehr lange Recherche gedauert hat, war dieses gelb-schwarze Gebäude. Es ist nämlich echt so gelb-schwarz, aber nicht so knallig-knallig gelb, eher so bronzgelb. Aber ich habe wirklich lange gedacht, weil ich dachte, das muss ja irgendwo hier auftauchen und als markantes Gebäude sein. Ja. Es ist ein schlicht normales Wohnhaus. Ein ganz normales Wohnhaus, also, aber halt schlicht normal, sagen wir mal so, da kostet eine 80 Quadratmeter Wohnung $820,000. Habe ich nämlich auch gesehen, dachte mir so, ja, irgendwann mal halt. Vielleicht. Ja. Hier gibt es so viel zu entdecken. Was ich halt beispielsweise liebe, sind diese schwarzen Blumen. Das ist ein Helikopterflughafen quasi. Das sind diverse Landeplätze für Helikopter. Und diese schwarzen Blumen sind quasi, sollen Helikopter mit ihren Rotoren symbolisieren. Total süß. Hier ist ein Museum drin. Also hier hat man so alte Schiffe, die man besichtigen kann. An einige Sachen erinnere ich mich auch gar nicht mehr, weil die Videos wirklich lange her sind. Aber ich fand es auf jeden Fall hochspannend, mir das damals mal drauf zu schaffen. Die Videos findet ihr bei uns noch. Ach Gott, da war ich noch, ich würde sagen, jung und schön, aber jünger und schlanker. Und das ganz alte Studio mit den Metallregalen und so ist eine ganze Weile her. Ja, aber auf jeden Fall hast du jetzt noch mal die Chance, alles wieder zu entdecken. Ja. Ich würde sagen, hast du ein Lieblingsmodul von allen 17? Daran müsstest du dich eigentlich noch erinnern. Ich weiß leider nicht mehr viel drüber, aber ich fand dieses südliche Ende, diese Südspitze mit dem Park und so, da waren viele Details drin, die mich sehr, sehr begeistert haben. Dieser Park, ist der Battery Park? Battery Park. Also das fand Modul ich klasse. Nummer 17, Battery Park, findest du. Ja. Wie ist es bei dir? Ich muss sagen, ich finde die Brooklyn Bridge super. Die ist halt jetzt sehr klein, die ist ja nur so eine Handbreit hier lang. Aber ich finde sie cool, wie sie hier mit den verschiedenen Ecken angebaut ist. Ich meine, die Brooklyn Bridge ist ja selber faszinierend, war damals die größte Hängebrücke mit 1833 Metern. All diese Informationen, die ich mir für die Shorts angesammelt habe, mussten jetzt irgendwann mal raus. genau, aber das finde ich auch sehr cool. Aber was ich auch sehr interessant fand, als ich das hier auf Reddit gepostet habe, wir haben jetzt nämlich einen Reddit-Account, habe ich da das gepostet in einer Community und ich habe absolut wunderbare Geschichten auch gehört von Leuten. Okay. Also da hat jemand gesagt, boah, ganz toll, ich und meine Frau haben uns dieses gesamte Ding uns angeschaut, die letzten paar Stunden und einfach nur, weil wir hier gewohnt haben, all die Gebäude entdeckt, die wir kannten. Und ich habe auch gesagt, hey, wie cool. Und dann hat er Geschichte erzählt, wie sein Kind geboren ist und sie von hier hinten die Staten Island Ferry nehmen mussten und eine andere Fähre und dann mit dem Taxi, um damit, dass das Kind geboren wurde. Ja, cool. Und ich fand das einfach faszinierend, wie sehr dieses Ding halt auf die Leute halt schon einwirkt und dass das halt wirklich Erinnerungen hervorbringt. Ja. Hier ist ja der South Street Pier, da hatten sie ihr erstes Date, hat er gesagt. Also ich fand das auch eine total schöne Geschichte, was dieses Set auch bei Leuten sehr klar auslöst. Ja. Fand ich sehr, sehr cool. Und ich habe bei meinen Videos, bei meiner Recherche halt viel, viel gelernt und hatte immer wieder so einen Aha-Effekt zu Dingen, auf die ich jetzt gar nicht gekommen wäre. Ich weiß noch, dass das hier, glaube ich, ein großes Parkhaus ist. Mhm. Und das ist ja neben so einer Tunnel, aber in der Nähe einer Tunneleinfahrt, die dann auch von Manhattan runterführt. Denn du hast ja hier bei den Gebäuden natürlich
meistens Tiefgaragen für Autos, aber es gibt ja auch viele Pendler, die in Lower Manhattan arbeiten, aber woanders wohnen. Und Parking Space ist sehr teuer und es gibt natürlich auch Parkhäuser, die für solche Tagespendler da sind und die sind dann halt eher in der Nähe von Brücken, von Tunnelausfahrten und von dort aus geht es dann halt mit Bussen oder zu Fuß halt dann weiter in die Büros. Das fand ich ganz interessant, dass dann halt hier mitten in diesem total teuren Wohnraum, wo jeder Quadratmeter unfassbar teuer ist, auch einfach mal ein gigantisches Parkhaus hast. Also irgendwann müssen die Autos ja hin. Das stimmt. Aber wenn du von Autos redest, finde ich hier den FDR, also den Franklin D. Roosevelt Drive, super interessant, weil hier sind keine Commercial Vehicles allowed, also keine Fahrzeuge, die halt irgendwas mit einer Firma zu tun haben. Das sind ausschließlich für Privatfahrzeuge. Ah, ja. Diese gesamte Straße lang, von, ich glaube, hier hinten bis hier und dann die gesamte Weile hoch, sind keine Autos erlaubt, die halt irgendwas mit einer Firma oder sonst was zu tun haben und nicht schwerer als 3,5 Tonnen sind. Und das sieht so ein bisschen erhöht aus, quasi nur eine Plate erhöht. Aber das ist ja ein Highway auf Säulen, soweit ich weiß. Also die Straße ist einfach hochgeblockt, da hast du unten drunter auch noch Platz. Lässt sich natürlich im Maßstab von 1 zu 2000 nicht anders darstellen, als man macht es halt einfach eine Plate höher und fertig, das kommt am ehesten hin. Ja, aber ich finde auf jeden Fall, jedes einzelne Detail ist halt hier super schön ausgedacht. Auch diese Gebäude hier, das ist ja jetzt hier eher so Lofts, das war ja früher Industriegebiet hier. Mhm. Und da sind jetzt so hochkarätige, moderne Lofts eingebaut für Studioleute, die schön und posch hier in Manhattan wohnen wollen. Ich glaube, das hier sind auch noch so ältere denkmalgeschützte Gebäude, wo so alte Läden oder halt von den Case irgendwelche Lagerhallen und so sind, wo auch dann Museen drin sind. Ich erinnere mich so bruchstückhaft noch an die alten Videos, aber es ist echt eine Weile her. Ist ja eine Weile her. Und hier haben wir das One Police Plaza. Das ist das brutalistische Gebäude von denen. Wurde letztens auch erneuert. Hier haben wir Two Bridges. Und habe mich immer gewundert, weshalb das Two Bridges heißt. Ist super sehr erklärend. Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge. Und das ist der Stadtteil, der in der Mitte ist. Also Two Bridges halt. Aber die Manhattan Bridge ist hier nicht drauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Lower Manhattan ist jetzt wieder erhältlich. 21.500 Teile ungefähr für 719,95 €. Das sind ungefähr 80 Euro weniger, als wenn man das Set einzeln kauft. Es hat Jahre gedauert, dieses Set nochmal zu produzieren. Es ist unfassbar komplex, weil es so viele Teile braucht, so viel muss vorrätig sein und so weiter. Wir haben es nochmal produziert und ich kann euch nicht garantieren, dass wir es, wenn diese Charge abverkauft ist, noch einmal produzieren werden, weil es so unglaublich aufwendig ist. Und wir haben damals ja mal nach die Kunden gefragt, wie habt ihr denn bei euch Lower Manhattan zu Hause? Wir haben da Bilder bekommen von Leuten, die haben das in so einem Couchtisch eingelassen, so mit Glas. Wir haben Leute bekommen, die haben das so hinterleuchtet, an der Wand angebracht, wofür du natürlich diverse Sachen kleben musst, aber das ist dann ja eine Skulptur und die wird die Person nie mehr auseinanderbauen. Also einfach als Wandbild, total genial. Ich habe es noch nicht von der Decke hängend gesehen. So upside down. Nee, würde cool sein. Erinnere mich an Into the Spider-Verse. Stell dir mal vor, du baust das zweimal. Einmal die richtige Version und dann so hängend, so eine apokalyptische mit lauter Ruinen oder wie auch immer, kann man alles machen. Also, ihr könnt es jetzt wieder bei uns bestellen. Und falls es euch reizt, ja, macht einfach damit, was ihr denkt, machbar ist. Bestellt es, bevor es wieder weg ist, denn ich weiß nicht, ob es nochmal produziert werden kann. Ja. Denn es ist unglaublich aufwendig, bis das fertig ist. Ich meine, 21.500 Teile, das ist eine Ansage. Und zwar eine richtig große Ansage. Richtig. Aber wirklich, ich habe es nicht mal gebaut und ich hatte Spaß, es zu putzen. Und ich fand es wirklich auch cool, die Shorts zu machen. Und einfach, das sind wirklich in den Shorts, das sind zwei Sätze über die jeweiligen Sachen. Und ich kann mich halt erinnern und dann könnt ihr halt, weil, wie du meinst, auf den Couchtisch einlassen und dann sitzt ihr da mit Gästen und könnt über dies, das, jenes. Und vielleicht hat man eine persönliche Bindung zu Manhattan, wie dieser eine Herr, der es mir geschrieben hat auf Reddit. Und da ist das nochmal ganz besonders, weil die hatten hier ihr erstes Date. Aber weil sie alles hier kannten, konnten sie stundenlang drüber reden. Ja, und ich finde, das ist eine schöne Art und Weise. Er hat es mit seiner Partnerin gemacht, man kann es mit Freunden machen. Es ist halt einfach super. Ja. Es ist ganz, ganz toll, dieses Set.
Und ich finde alles, ja, wirklich schön. Die einzelnen Details sind unglaublich. Ich könnte hier jetzt noch gut 20 Minuten über jedes einzelne Modul kurz was reden und sagen, was wo jetzt ist, weil ich das alles eingelernt habe. Ja, habe ich auch mal gemacht, bis auf das eine Modul, aber das ist bei mir länger her als bei dir. Ja, bei mir ist ja auch wirklich 2 Wochen her dementsprechend. Und was wir auch noch haben, ist Alice Island. Das ist nicht Teil dieses großen Bundles, kann man bei uns aber, ich glaube, für 10 Euro oder so einzeln bestellen. Das ist diese Insel, wo früher, ich glaube, Migranten angekommen sind und dann durch so den Immigrationsprozess und Prüfung bringen sie irgendwelche Seuchen mit und wie auch immer durch mussten, bevor sie dann Manhattan und New York selbst betreten durften. Also da sind so Immigrantenschiffe angelandet. Aber das ist ja nicht im großen Set. Das ist nicht im Bundle, das gäbe es nur noch dazu. Und das kann man sich, wenn man möchte, dazu bestellen. Ja, wir haben die Module auch einzeln. Wir versuchen, die Einzelmodule auch immer vorrätig zu halten. Wie lange wir das noch können, weiß ich aber auch nicht. Ich weiß, aber im Moment sind sie alle vorrätig, außer Modul Nummer 7, World Trade Center. Das ist immer schnell ausverkauft, weil es halt auch von Lower Manhattan das halt bekannteste Gebäude ist. Und zum World Trade Center habe ich noch eine Information für euch. Wir werden immer wieder gefragt, ob wir denn nicht für Lower Manhattan auch eine Version des World Trade Centers machen können vor 9/11 2001. Und wir machen es nicht, weil das, was ihr hier seht, der Bautenstand von entweder 2014 oder 2016 ist, als Adrian, unser Designer, sich das quasi gespeichert hat, um diese Module zu entwerfen. Wenn man jetzt hier die Twin Towers hinstellen würde, die bis 2001 gestanden haben, würden die Gebäude so nicht zusammenpassen, weil, was weiß ich, das Hochhaus gab es nicht, das gab es nicht, hier stand ein anderes Hochhaus, der Bautenstand. Das One World Trade Center gab es auch nicht. Das ist ja klar, also das wäre ein anderes Lower Manhattan. Aber. Und jetzt kommt das große Aber. Jetzt kommt das Aber. Uns wurde ein Set angeboten. Ich glaube, es ist eine neue Marke in China, die lizenzierte Mocks produziert. Und ein Set, das uns angeboten wurde, ist ein lizenziertes Mock, sehr schön gestaltet, des World Trade Centers, der Twin Tower, von 1973 bis 2001 im Maßstab 1 zu 2000. Dieses Set ist im Maßstab 1 zu 2000. So sieht unser World Trade Center Modul aus. Mit den Gedenkstätten natürlich, ne, Ground Zero, wie es halt nun mal 2016 war und auch an der Stelle immer noch ist. Mittlerweile sind ja andere Hochhäuser gewachsen. Klar, Lower Manhattan besteht im Endeffekt aus Kränen, da wird immer gebaut. Ja, stetig sich verändernd. Niemand hindert euch aber daran, euch dieses 1 zu 2000 Set, das eine andere Grundfläche hat und so, aber im gleichen Maßstab ist, zu bestellen bei uns. Das wir jetzt halt, dass ihr im Onlineshop, glaube ich, auch als Ankündigung bereits seht. Und was ihr dann mit eurem Lower Manhattan macht, das sind eure Klemmbausteine, eure Noppensteine. Man kann die ja umbauen, wie man will. Noppensteine sind Noppensteine, ist herrlich. Also vielleicht wollt ihr auch das riesige Projekt angehen, euer Lower Manhattan im Stand des Jahres 2000 zu machen, indem ihr halt das hier nehmt. Vieles davon gab es ja damals auch schon. Und das, was es nicht gab, irgendwie umbaut. Ja, ich weiß nicht genau, halt natürlich sehr viel Arbeit, wäre, halt das natürlich zu recherchieren. Das wäre was für absolute Liebhaber, aber falls ihr es macht, schreibt uns, zeigt uns die Fotos, das wäre total großartig. Auf jeden Fall. Also es wär schwierig, es zu recherchieren, aber es wäre einfach, es zu machen, weil du musst es einfach nur so also eins abnehmen. Google Maps von 2000 ist schwierig, es gab keinen, es ist selbst per Wayback Machine, es gab 2000 kein Google Maps. Also da müsste man einfach Bild Aerial Pictures nehmen, die man da sieht und dann halt das vergleichen. Also wer sich die Arbeit machen will, hey, be my guest, das ist cool, könnt ihr machen. Ich bin auch gespannt, das zu sehen und wie sich das halt dann mit dem und dem anderen vergleicht. Und falls ihr einfach nur die Twin Towers in schick haben wollt, gibt es bei uns dieses Mock, könnt ihr bestellen. Und Lower Manhattan ist wieder lieferbar. Das ist die große Botschaft dieses Videos. Und die wunderbare Botschaft sogar. Jawohl. Weil das ist halt wirklich eins der coolsten Sets, wenn nicht das coolste Set sogar vielleicht, das wir haben. Finde ich. Findest du? Ja. Ich finde es auch ziemlich cool. Aber du magst andere mehr.
als Mittelalter-Fan bin ich da halt bei Burg Blaustein, aber das ist einfach halt mein, ich bin Rollenspieler, ich bin Mittelalter-Fan, ich bin Burgen-Fan. Da geht nichts über Burg Blaustein. Klar. Und bei mir ist es so, ich mag Architektur. Ja. Aber mit jedem Video, das ich gedreht habe zu diesen einzelnen Modulen, habe ich Lower Manhattan mehr schätzen gelernt, weil es halt so viele coole Geschichten zu diesen einzelnen Gebäuden gibt. Ich weiß, das eine Gebäude, ich weiß nicht mehr, welches es ist. Es kann sogar sein, dass es das hier ist. Da geht es um Telekommunikation, da sind lauter Räume früher gewesen, in denen Telefonleitungen geschaltet wurden und so weiter. Und das Gebäude ist erdbebensicher, atombombensicher, wie auch immer, mit einer eigenen Belüftung gebaut worden, weil das Zeit des Kalten Krieges war. Die Decken sind unglaublich hoch, unglaublich, also die sind auch so gebaut, dass da tonnenweise Last pro Etage getragen werden kann, weil es halt früher noch diese gigantischen Schaltkästen für Telekommunikation gab. Das ist so ein AT&T, wie auch immer, Telekommunikationshochhaus. Das ist von seiner Bauweise her halt auch richtig krass. Und das hat halt beispielsweise, das hat halt einfach keine Fenster. Ja. Weil muss halt sicher sein. Und das sind lauter solche Kleinode, die man da entdecken kann, wo man dann halt denkt, ja, das sind jetzt Panoppensteine, aber was da für eine Geschichte dahinter steckt. Also ich finde, wenn ihr das baut, fände ich es echt cool, wenn ihr dann einfach zu jedem Gebäude, was ihr baut, einfach mal kurz eine Wikipedia-Recherche macht, was das Gebäude einfach so zusammen hat. Weil jedes einzelne Gebäude, auch das gelb-schwarze Haus, hat eine Geschichte. Das hat sogar einen speziellen Namen. Also macht das, schaut euch das an. Und jedes einzelne Gebäude, die hier besonders aussehen, das hier ist ein Shoppingzentrum, aber auch Teil vom World Trade Center und sonst was. Ja. Also jedes ist halt wirklich besonders. Und erste Anregung, was ist, findet ihr in seinen Shorts und meinen uralten Videos. Eben. Also schaut euch die Shorts an für kurze zwei Zeilen über, was jedes Modul hat, und schaut euch Markus' alte Videos an, wo, In-Depth-Sachen, die dann halt... Aber ich erzähle noch nicht zu jedem Gebäude was. Dafür reichen auch die Videozeiten nicht. Nee. Recherchiert selber. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, ich würde sagen, für heute war es das dann auch aus dem Noppenstein-Studio. Mhm. Noppensteine kann man nie genug haben, oder? Nee, ja. Also? Demnächst gibt es noch mehr. Auf jeden Fall. Und hiervon gibt es sehr viel. Ja, genau. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Macht's gut. Tschüss. Einen wundervollen Tag. Bis dann. Ich war ja noch nie in New York. Nee? Ich war noch niemals in New York. Das habe ich als Short-Musik benutzt. Ah. Modul 3 irgendwo hier. Raffiniert. Mhm. Ja, also ich war noch nie in den USA, aber... Als ich das geputzt habe, war mein Bruder gerade da. Waren die auch interessant? Ich meine, so im Hochsommer in diesen Häuserschluchten vielleicht eher nicht, aber mal so im Winter? Hm? Ja, nee, ich war auch im Sommer da. Geht klar. Okay. Im Winter ist es aber auch verdammt kalt. Ja. Also ja, ist ja auf derselben Höhe wie Madrid. Ah, Madrid, okay. Von dem Breitengrad her. Mhm. Aber ja, ist auf jeden Fall ein super cooles Set.